Jetzt geht's. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Don't Starve. Hatte gerade ein paar Probleme mit dem Fraps-Ding hier. Ja, es ist eine sehr frühe Runde. Die Twitch-Zuschauer, die ich hier gerade habe, werden das sicher sehen, dass ich noch ein bisschen verpeilt aussehe. Aber die Folge, die ich jetzt aufnehme, ist für heute. Kann ich einfach Pendants da reinfügen? Okay. Tja, also wie gesagt, heute wieder Aufnahme mit dem Twitch-Chat dazu und auch der MC Dragone ist mit dem Chat. All diese Viecher, die mir ständig über die Welle fappeln, ist... Guten Tag. Mega penetrant. Ich bin der Tom. Kennst du diese Pinguine, die immer die über die Wand fappen? Nein. Finde ich witzig, Pinguine, die über die Wand fappen. Weißt du, verstehst du den Witz? Oh. So, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung, nehme ich mal stark an. Genau, wir haben keine Nahrung mehr. Du brauchst erstmal einen Schlag ins Gesicht. Die kriege ich aber leider nicht. Die kriege ich nur, wenn ich bei, dir bin. Achso. Hab Fapp. Ein Fapp ins Gesicht. Ich glaube, wenn ich mit dir zusammen spiele, spiele ich mal Apex in Sau, Alter. Das muss ja mega strange sein. Meinst du? Apex in Sau. Ja. Na dann probier das aus. Was ein Hybrid. Klack. Oh. Ich hab gar nicht genug Power für, um die ganzen Dinger hier aufzusammeln. Powerraum ist fast dasselbe wie Stauerraum. Oh mein Gott, ey, es ist. Frühs merkst du echt, dass ich du merkst förmlich, dass ich gerade aufgewacht bin hast. Eine Witze verbessern sich dann im Laufe des Tages von 10% auf 11. So. So, weg damit. Weg damit. Gewonnen. Sehr schön. Da ist auch wieder einer rein. Stellen wir wieder hin. Na los, jetzt Rap. So. Alter, 94 LP, ey, wollt ihr mich denn rollen? Kurdisch Samurai. Und dann hier wieder die drei Hasen. Da unten sehe ich auch noch einen. Da habe ich gerade wieder so ein Geräusch gehört, wo ich mir denke, hä, was war das? Das war doch kein Vieh. War meine Mutter. Deine Mutter stöhnt im Winter. Ah, sicher. Du solltest mit deiner Mutter reden, über ihr Verhalten. Was? Wie bitte? Are you fucking kidding me, Frank? Lol, da ist ein Pickskin. Geile Scheiße. Wenn man mal die meisten Farben eingesackt habe, krass. Du hast Zack gesagt. Wandel, was mit dem? So, sammeln wir hier mal ein bisschen Spaß auf. Hier mal gucken, was wir hier noch finden alles. Möhre. Jetzt haben wir hier noch Gras. Wie viel Gras haben wir denn momentan? Zweier. Ist jetzt nicht unbedingt viel. Dann gehen wir mal langsam nach Hause wieder. Momentan ist er schlecht mit Durchlaufen, Durchschlafen, weil wir halt kein Gras für Rollen haben. Ich hoffe ja, dass eventuell das Gras in unserer Base nochmal nachwächst, weil dann hätten wir genug, um Stunden zu schlafen. Tage, Wochen,
Jahre. Ah, ich glaube nicht, dass das passiert, aber ist auch egal, wir haben eh nur noch 4 Tage Winter. Und hier brennt sogar noch was, das ist super. Und dann kochen wir das mal den ganzen Spaß hier. Obwohl, das Fleisch hau ich erstmal hier rein. Meatballs. Klack, 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 klack. Für Meatballs. So, und dann machen wir uns hier... So, achtmal das. Dann haben wir noch zweimal für die Meatballs. Habe ich denn noch einen Schlafsack? Sieht nicht so aus. So. Dann machen wir noch schnell ab. Ach nee. Okay, jetzt wird's kritisch. Mal gucken, was wir machen. Jetzt nehmen wir schnell das Ding noch mit. Dann haben wir genug zu essen haben. Ah, fuck, ich hab die Falle. Ah, ich hab die Fackel verballert. Nein. Das ist ungültig. Wir müssen eine Weile auf jeden Fall hier hausen. Oh oh. Okay. Wir haben keinen Schrein hier. Oh mein Gott. Das ist echt latent uncool jetzt, wir haben nämlich keine Fackel, mit der wir weg können. Ich hoffe, dass wir lange genug überleben, aber wir haben noch ganz viel Leben eigentlich. Ah, die kloppen uns alles kaputt hier. Okay, auch aufs Feld. Haut drauf, los! Das müssen wir mitnehmen, nicht, dass das Vieh das frisst und zum Wehrschwein wird. Aber jetzt, wo ich einmal dabei bin.
Komm her, los. Jawohl. Das tut mir zwar leid für das Schwein, aber wir brauchen die Pigskins. So, nehmen wir auch noch mit. Obwohl, mit dem Leben greife ich immer nicht an. Und dann holen wir uns erstmal was zu essen kurz, weil das hat uns gerade ganz schön was gekostet. Und so viele Hasenbeine haben wir leider auch gar nicht mehr. Flo, was geht denn bei dir? Bist du noch da? Der Flo ist auch weg mittlerweile. So. Und nächste Nacht kümmere ich mich da wieder um den Chat, falls ihr was in den Chat geschrieben habt, was ich machen soll oder so. Einfach reinschreiben und so, das gucke ich dann immer nachts an. Gerade eben ging es ja schlecht wegen den Wölfen. Gucken wir mal, dass ich genug Zeug zusammenkriege für eine Grasrolle, für eine Schlafrolle, damit wir ein bisschen Leben wiederherstellen. Ganz ruhig, tu deinem Kleinen nichts. Da sind noch ein paar. Und wo haben wir noch was? Hier ist noch was. Da ist eine dunkle Blume, dann haben wir endlich unsere erste Seele. Da brauchen wir noch 4 Stück für die nächste Seele und dann können wir uns den Feuerstab machen. Da ist er, kommt wieder an, singend, trollend und frallend und was weiß ich nicht. Und liebend und hassend. Ich muss an der Stelle mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause machen. So, da bin ich wieder. Ist ein bisschen doof, wenn man sich vergisst, sich Taschentücher neben das Bett zu, neben den Tisch zu legen. Nehmen wir uns den hier mal noch mit. Ein bisschen Stein tut immer gut. Ich weiß gar nicht, ob die Felsen manchmal random wieder entstehen. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, es wäre natürlich mega geil. Da haben wir wieder einen Evil Flower gefunden, sehr schlecht, sehr gut, sehr schlecht. Wir haben wieder Stuff gefunden, den wir gebrauchen können, sehr schlecht. Oh oh. Ich geh zu dem Feuer, ich geh zu dem Feuer, ich geh zu dem Feuer. Legen wir mal den Turmelstone daneben, damit es sich aufheizen kann. Und dann gucken wir mal, was wir hier an Hasen gefunden haben. Wir haben 3 Hasen, das ist natürlich nicht so cool. So, dann schauen wir noch mal, was im Chat geschrieben wurde bis jetzt. What is oder was? CUC. Ja, ich hab eine aktive Streamrunde dazu, damit die Leute einfach kommentieren können und so. Momentan dabei ist ein bisschen auszuprobieren, wenn das funktioniert, kann man das ja auch mal für Minecraft oder so machen. what's this? This is don't starve, nicht not COC. La 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 la. Kann mir die Pendels mal reinhauen. Also das Leben wird sich langsam wieder auffüllen, aber es wird eine Weile dauern, bis wir das geschafft haben. Oh, kennst du das, wenn du den ganzen Tag, ganze Woche gearbeitet hast? Ja, in der Woche so was eingefangen hast, dann geht es erst los, wenn du frei hast. Ja, das kenne ich.
penetrant, wenn du aufnehmen möchtest. Schrägstrich musst, weil keine Folgen für heute vorhanden sind. Und es ist krass, wie die Leute denken, dass Lee Sin ein Counter zu Akali ist. Lee Sin? Ja. Naja, doch, eigentlich schon. Eigentlich nicht, weil wenn Lee Sin drin ist, hat Akali trotzdem noch Damage und kann ihn einfach wegschruppen. Naja, aber der Counter an der Sin besteht darin, der ist ja erst mal. Ja klar, dass er sie aufdeckt. Ist nicht keine nur das, Frage. Nicht nur das, nee. Erstens kann er sie aufdecken. Das heißt, wenn sie, sag mal, wenig Leben hat, dann war es das für sie. Und zweitens, wenn sie reingeht in den Teamfight, dann ist der Lee Sin Kick so weit, dass sie beim nächsten Sprung nicht wieder reinkommt in den Teamfight. Das heißt, sie muss erst wieder hinlaufen. Nee. Und die Sprünge bei Akali, doch, habe ich ausprobiert. Und die Sprünge bei Akali sind ja das A und O bei ihr. Das ist halt der Counter von Lee Sin. Da kann sie so weit wegkicken, dass sie... Ist ja dann, wenn sie weggekickt wird, auch noch gestunt und du läufst einfach ein Stück weg und dann kommt sie nicht hinterher. Also so schnell zumindest nicht. Zudem kann er halt genauso jumpen wie sie. Ist schon ein Counter. Wieso geht gerade einer bei dir den Sinn oder was? Nee, da hat noch einer reingeschrieben, sie haben die Sinn gebannt, also werden sie Akali nehmen und ich finde Akali ist einfach stark gegen alles, sobald sie zwei Kills hat. Ja, Akali ist echt so, Level 3, 0 zu 2, Level 5, 1 zu 5, Level 6, 24, 5. Hallo, es soll Tag werden, guck mal nochmal in die Twitch runter rein, gucken wir mal, was passiert ist. Ne, da ja, ist Frank. Was ist das? Was, wie ist der? Hamaduser. Den soll ich vielleicht mal mitnehmen? Frank mit seiner coolen Mütze. Dexy. Das Problem mit meiner coolen Mütze? Nein. Alter, du hast dich rasiert, was ist da denn los? Ja, ich hab mich mal rasiert zwischendrin. Ne? Was ist da denn los, Frank? Mach ich öfters mal, wird ja irgendwann noch ein bisschen viel, weißt du wie? Ich sehe einfach so aus wie 17, nicht mehr wie 25. Das ist übel krass, ey. Zum Beispiel bei mir, der Gott hat mich einfach verdoomt, ja. Er hat mich einfach geknechtet. Ich krieg einfach keinen Bart, Frank. Ich krieg einfach keinen Bart, ey. Na, bei mir war es ja so, dass ich schon mit... Boah, warte mal, wann bin ich in die Schule gekommen, in die Dings gekommen? 15, 14. Da war ich, glaube ich, 15. Und ein Jahr später, also mit 16, habe ich angefangen, mich schon zu rasieren. Mit, echt? Mit 17 oder 18 habe ich dann zweimal pro Tag gemacht oder so, deswegen habe ich mittlerweile so ein Bart. Ich wollte immer einen Bart haben, ich wollte immer einen Bart haben, deswegen habe ich da jahrelang drauf hingearbeitet. Gott hasst manche Leute und da gehöre ich halt dazu, leider. Ja, zum Glück, ey. Aber diese Tooth Traps sind echt geil. Die Viecher rennen da durch und verlieren massig Leben. Massiv, ey! Da verlieren sie massiv Leben, ey! Was? Eine Runde Lusen! Zum Losen! Ich hab gerade gesagt, eine Runde Losen? Boah, es geht hier den verkehrt, ey! Kalista ist echt cool. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich noch auf? Ich glaube, ich nehme nur zwei Runden jetzt auf, weil mit dem Schnupfen, also das ist echt unschön gerade aufzunehmen. Lass dich krank schreiben. Krank schreiben? Ich habe drei Tage frei jetzt. Ne? Krank schreiben danach. Eine Woche oder so. Das ist ein faules Stück Scheiße. Penis! Oh, das glaubt er gar nicht. Was? Was? Ach du, nö, nichts, alles cool. Ja, das musst du wissen. Ich meine, wenn du irgendwann mit einem Herzkasper dann irgendwo in der Klinik liest, dann hab ich denkst da eh du so schon. Scheiße. Hätte ich mich noch mal krank schreiben lassen. Der Herzkasper würde sich super mit meinem Gott. Gehirn mit meinem Gehirn Kasper verstehen. Hätte ich noch mal auf den Gott Florian gehört. Du machst dich hier gerade vor 1000 Abonnenten ziemlich zum Affen, würde ich sagen. Weißt du, wie egal mir das ist? Ja, das ist das Problem bei dir. Ich weiß drauf, was andere über mich denken. Gute Eigenschaft, Frank. Aber die hast du ja auch. Was, ich scheiß drauf? Ja, was andere über dich denken.
Ich sammle gerne Scheiße, was andere über mich denken. Was? Du sagst mir, du blamierst dich gerade vor den Milliarden Viewern. Ich spiel Don't Starve, deswegen habe ich das gerade gesagt. Da musst du jetzt deine Scheiße sammeln, um zu überleben, weißt du, das war kein Mordwitz. So. Ja, okay, ich hab dich blamiert. Geh dich bitte hängen. Na gut, meine Freunde, das war's erstmal für heute. Also jetzt, ich nehme nachher nochmal auf, wenn ich nicht mehr so verschnupft bin. Ist übel scheiße. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, jetzt muss ich nachher noch den Clan streamen. Klangboss. Oh, nee. Tschüss.